Hallo liebe Wildcats-Fans zur heutigen 8. Folge Wildcats TV anlässlich des Spitzenspiels hier in der zweiten Handball-Bundesliga. Der SV Union Hallen-Neustadt treffen auf den Tabellenzweiten Buchholz-Rosengarten. Also, wie gesagt, Spitzenspiel erster trifft auf den zweiten. Präsentiert wird das ganze Spiel heute von der Wohnungsbaugenossengesellschaft GWG hier aus Halle-Saale. Die Mädels aus Rosengarten haben eine Anfahrt von ungefähr 347 Kilometern hinter sich und haben überraschend ihr letztes Spiel gegen BSV Sachsen-Zwickau mit 29:31 verloren und belegen, wie bereits erwähnt, den zweiten Tabellenplatz in der zweiten Handball-Bundesliga mit 12:2 Punkten. Wir als Tabellenführer haben 16:0 Punkte auf dem Konto. Unser heutiger Gegner stand schon zweimal als Meister der zweiten Handball-Bundesliga fest, musste aber aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg in die erste Handball-Bundesliga verzichten. Heute können wir die Wildcats auf lautstarke Unterstützung hier in der Halle hoffen, denn es kommen die Handballerinnen des Landsberger HV und die D-Jugend des FSV 67 Halle e.V. Also es ist hier alles gerüstet für ein spannendes Spitzenduell hier in der Erdgas-Sportarena. Henning Himborn, der sportliche Leiter. Jan, du hast ja die Mannschaft nun für diese Saison mit aufgebaut mit den Neuzugängen. Hättest du das jetzt gerechnet? Ungeschlagener Tabellenführer nach 9 gespielten Spielen? Naja, es war auf jeden Fall ein Wunsch, ja, dass wir gut in die Saison starten. Dass das so gut läuft, kann man natürlich nicht ahnen. Und auch gerade jetzt in den Spielen gegen Harrislee und Rosengarten, das waren wirklich richtig, richtig gute Spiele.
Und schauen wir mal kurz in die zweite Mannschaft runter, die du ja dann trainierst. Da läuft es jetzt nicht ganz so gut, sind ja neu in der dritten Liga jetzt. Wie sieht es da jetzt aus? Ja, also ich finde, dass wir auf jeden Fall einen Entwicklungsschritt gemacht haben. Jetzt in Chemnitz mussten wir auf 2, 3 Leistungsträger verzichten. Das ist natürlich für eine junge Mannschaft immer etwas schwer. Wobei ich auch da beispielsweise mit der Entwicklung in einem Deckungsbereich sehr zufrieden bin. Wir machen leider noch vorne noch den einen oder anderen Fehler zu viel. Aber jetzt hoffe ich, dass wir das in den nächsten Spielen abstellen. Dankeschön. Das Spiel ist aus. Wir bleiben ungeschlagener Tabellenführer mit nun 18:0 Punkten. Und weiter geht es dann auch für die Mädels mit einem Auswärtsspiel am 30.11. wie schon erwähnt gegen Freiburg. Dort dann um 20 Uhr. Das wird dann eben auch die längste Anfahrt für die Mädels. Und dann ist aber auch dann wieder das nächste Heimspiel. Am 7. Dezember um 19 Uhr treffen wir dann auf den VfL Waiblingen hier in der Erdgas-Sportarena. Und wer zuvor gerne die zweite Mannschaft sehen möchte in der dritten Liga, der kann schon um 16 Uhr kommen. Dann spielt das Junior-Team gegen die HSG Geldern-Nidda.